Something strange in our neighborhood. Boo, and you look no good. Creatures running through your head, full of dread. Look underneath your bed. If you have a dose of a freaky ghost, all alone, you can buzz them on your own. You wish I'm gone, just pick up phone. Hallo. Hallo. Ich fühle mich dir sehr verbunden. Gerade ganz schon mal eine physische Erlösung. Oh ja. Verdeckter Vermittler, bist du auch wieder da? Jawohl. Ich war eben auch auf Klo. Ich habe mich dir sehr verbunden gefühlt. Synchronpissen in der Unendlichkeit. Duopiss, total. Duopiss-Erleuchtung. Ja, wunderbar. Nimm zwei, also okay. Wo waren wir stehen geblieben? Ja, wir wollen ja eigentlich aufhören, so. Das einzigste Thema, Nein. was ich vielleicht noch ganz interessant finde. Ich weiß nicht, wurde jedenfalls eben vorgeschlagen, dass man gleich mal zum Ende kommen. Wir kommen gleich zum Ende, alle zusammen. Doch vorher, wir müssen noch unbedingt gleich frohe Wünsche nach 2012 rüber schicken. Ist zwar eine Illusion, aber machen wir gleich. Ne? Ja. Ja, willst du noch was loswerden zu irgendeinem schlimmen Thema? Hier, verdeckter Vermittler oder... Nee, ich hatte, was wir auch letztes Mal besprochen hatten, was nicht geklappt hätte. Wegen, wer jetzt überhaupt Insider ist und was auch ist, weil immer diese ganzen Sachen mit David Icke, debunked oder was da alles gibt. Wie habe ich das richtig ausgesprochen? Ich bin mir gar nicht sicher. Und ja, ja. Diese ganzen, was da alles gibt, irgendwie, wer jetzt dazugehört oder wer NWO-Agent ist. Fanatischen Christen und so. Meinst du die? Nein, einfach. Also generell ist ja irgendwie jeder debunked, oder? Ja, man kann jeden debunken, wenn man es unbedingt vor. Also wenn man möchte, kann man alles und jeden debunken in jeder Sichtweise, wie man möchte. Die Information und die Wahrheit stirbt trotzdem nicht. Das ist nur die Illusion. Nur weil ich das sage, man kann mich ruhig auseinandernehmen dafür, wenn einem das Spaß macht. Aber darum geht's ja eigentlich nicht. Es geht um das, was man... Mir ging es jetzt einfach um Informationsaustausch. So, ob es da jetzt konkrete Sachen vielleicht mal gegeben hat oder so. Weil ich könnte mir schon vorstellen, dass auch Leute wie David Icke gepusht werden, wenn Leute die News gepusht werden oder sonst was. Weil so krass wie der... Also ich sag mal, ich stelle alles in Frage in dem Sinne und ich vertraue jetzt auch nicht nur einer Person oder so. Er hat gute Informationen auf jeden Fall. So 80% denke ich auch, das ist größtenteils richtig. Reptiloiden und Mond ist halt alles dieses große Fragezeichen, so wo man jetzt nicht unbedingt, aber es wäre möglich oder es ist auch nachvollziehbar teilweise, wenn man möchte. Aber auf jeden Fall frage ich mich echt, wie das teilweise abgeht, dass die da bei David Icke so. Ja, wer hat sich die Karte geholt? Wer ist hingefahren, hat sich das T-Shirt geholt, das Buch? Natürlich, das hindert mich ja nicht dran hinzufahren. Aber du hast mich... Das ist ja nur reine Information, um darüber zu reden. Richtig, aber gepusht, wird er vor allen Dingen von Leuten wie du und ich, würde ich sagen. Also so kommt mir das vor. Also nicht, dass da jetzt jemand so, oh, David Icke, David Icke. So kommt mir das auch vor, aber es gibt halt öfters diese Gerüchte. Gerüchte, ja, toll. Ja, nicht... Guck dir doch einfach mal die Anzeigen an aus der Zeitung aus Amerika und aus England. Da wird mir schlecht. Also er wird momentan ziemlich angegriffen in den Medien. Ja, natürlich, das habe ich auch schon mitgekriegt. Natürlich kann das auch wieder eine Cover-Story sein, damit man denkt, er wäre nicht gepusht. Weißt du, aber du kannst dich da endlos drin verirren in diesem Kreislauf. Also mir wird immer gesagt, zu Hause, wenn ich den höre, nicht über Kopfhörer, wird mir sofort vorgeworfen, hast du wieder deinen Guru. Sobald ich ein Video höre, was auf Englisch ist und die verstehen es nicht, dann sage ich, oh, hast du wieder den Guru zugehört? Ja, wir wissen es genau. Wir wissen es genau und wir wissen es besser. So kommt es dann immer, weißt du. Es kommt mir aus den Ohren wieder raus. So. Also ich kann nur für mich sprechen. Also ich bediene mich aus allen Quellen, die mir lieb sind und informiere mich überall und bündel das für mich zusammen, was sich richtig anfühlt und setze es dann um, wie gesagt. Ja, man muss und der Rest ist auch egal, da kann David Icke meinetwegen ein Arschkeks aus der sechsten Dimension sein, der sich hier manifestiert, um uns alle zu verwirren. Ich meine, scheiß drauf. Scheiß auf David Icke und scheiß auf alle anderen. Ja, scheiß nur auf den Rasen, damit das als Dünger für unser Saatgut nächstes Jahr dienen kann. Genau. Einfach drauf scheißen, das ist schon... Dann gibt's Granatäpfel. Bum, bum. Bum, bum. Ja, nix bum, bum. Ich hatte ja auch schon, dann verfahrt man sich in so anderen Theorien, warum was an David Icke jetzt zum Beispiel zunutze sein könnte für die NWO. Das Problem ist an der ganzen Sache... Und da gibt's ja auch hier bei dem Vortrag, war doch auch hier dieser eine Typ, der irgendwie
hier in Imstadt, der dann irgendwie hat, glaube ich, auch ein Video hochgeladen, irgendwie was von Lucis Trust oder wie der hieß, und hat irgendwie Flyer verteilt auf den Autos. Und meint ja hier, hat doch mit Ike sogar dann drauf angesprochen und der dann so, ah, lots of bollocks, hat er gesagt, und dann hat er gesagt, open your mind, und hat ins Auto abgefahren, so. Weil er müde war oder so. Keine Ahnung, ist halt so, Ach, wie kann man. einfach als Information. Ja, und die haben so getan, als ob David Icke Ja, richtig oder sonst nein. wer, weil der müde war und abhauen wollte und nicht gedacht hat, dass er selber ein Nee, Rapper nicht ist, weil der die hat im das Video waren. gesagt, es ist irgendwie nichts gegen David Icke, es wäre auch nur eine Information. Und man sollte sich das halt mal mit einem offenen Verständnis In oder dem mit Video, was die gedreht haben in offen betrachten. Immstadt, übrigens in Immstadt haben wir uns alle drei gesehen. Wollte ich dazu nochmal anmerken für die. Du hast sogar die glorreiche Brille vom verdeckten Vermittler einmal Ja, tragen dürfen. ich habe sie auch gesehen und ich war direkt hypnotisiert davon und Er war zu musste hübsch. ihm folgen und jetzt rede ich schon mit ihm. Das hat sich dann. Das hat sich gelohnt, dass du da warst, dass ihr So da hat er wart. mich angezogen in seinem hypnotischen Bann, den er so hat. Das Gesicht im Café. Das war schön, oder? Ja, Das ich war sehr wollte aufs witzig. Klo, ging illegalerweise durch eine Balkontür vom Café rein und wer saß da? Naja, dreimal dürft ihr raten und das Gesicht, bumm, so, ne? Die Brille, der verdeckte Vermittler, er war's. Auf jeden Fall ging das in diesem Video. Der Rächer mit dem Becher. Der Rächer. Es ging in dem Video, von dem wir gerade geredet haben, darum, um diesen auf dem Löwen, auf diesem Löwen von David Icke Cover, da war Pentagramm, ein Hexagramm drauf. Hexagramm, ja, Ein genau. Davidstern, nennt es wie ihr wollt. Also dieses Symbol für Männlichkeit und Weiblichkeit so vereint, dass alles okay ist. Man kann es auch missbrauchen. So, und wer missbraucht es? Es ist eigentlich heilige Ja, Geometrie eben. und fertig. Aber wer missbraucht es? David Icke? Missbraucht er das? Oder Ich glaube nicht, das sieht nicht danach was ist aus. mit Israel? Ich traue mich das zu sagen, auch wenn der Mossad vor meiner Tür steht. Ich habe dem Mossad über ihre Internetseite, über den Kontakt, habe ich ihnen eine schöne, dicke Mail geschickt, über was sie so vorhaben. Bei mir ist es klar, ne? Und ich schäme mich auch nicht dafür und ich ermutige euch alle, etwas zu tun. Schreibt dem Mossad auf der Internetseite von denen. Auch wenn da nur eine Sekretärin sitzt, die nichts macht und sich einen ablacht und nach Hause fährt und damit nichts zu tun hat, was da wirklich abgeht. Aber ach, man versucht halt, was man kann irgendwie, auch wenn es verrückt klingt. Für so viele klingt das verrückt. Wenn ich das gerade sagen würde vor allen Leuten, die ich kenne, ich glaube, die Hälfte von denen würde mich einsperren lassen. Aber Leute, vergesst nicht, guckt euch einfach mal selber die Information vorher an, bevor ihr mich kritisiert, sonst seid ihr selber nicht Schlau, nicht, oder nicht denkt euch euren Teil, was ihr dann nicht seid. Das, was ihr mir vorwirft, was ich nicht bin, seid ihr dann auch nicht. Auf jeden Fall. darf ich noch was erwähnen? Klar. Also jetzt wegen David Icke, wegen seinen Infos, ob er sauber ist und so weiter. Ich glaube, so zu 99% die Menschen in dieser Anti-NWO-Bewegung, oder wie man das nennen möchte, und auch allgemein, die haben alle ein Problem damit, sich selbst anzugucken. Also sie sind immer nur nach außen gerichtet und das ist das Einzige, was sie kennen, sozusagen. Ja, ne? Ja, das stimmt schon. Das ist Teil. immer noch Deswegen, das also Programm. Ike übermittelt Und irgendeinen guten. die agieren immer aus ihrem eigenen Charakter raus. Also, und sie suchen immer im Außen nach irgendwelchen Sachen und immer aus dem Charakter raus, aus dem Charakter raus. Und sie denken wirklich ständig, sie wären Kurt Krombacher aus Würzburg und wären Klempner. Und sie denken auch ständig, sie wären Menschen. Und Und Sherlock Holmes? irgendwie kommt es mir so vor, als ob die so ein bisschen, wie soll ich das sagen, ich will nicht so klischeehaft klingen, aber in ihrem Ego verloren sind und sich total, weiß nicht, im Außen verlieren und gar keine Lust haben, sich mit sich selbst zu beschäftigen irgendwo, sich selbst zu ändern, in sich zu gehen. Und das ist sehr schwierig, so zu erklären. Also es geht ja im Prinzip um Ego-Reduzierung und das ist so mein Weg zur Freiheit, würde ich sagen. Und davor fürchten sich alle, weil die ja selbst das Ego sind. Ja, aber Und das ist auch so ein großes Kapitel im Prinzip. Weil du musst dich im Prinzip selbst zerstören, sozusagen. Du musst deine eigene Identität langsam aber ja. sicher auslöschen bis zu einem Minimum und dann wirst du frei. Und davor haben alle Angst. Ja, Davor sicher. haben Wie Christen Angst. geht denn der Spruch hier? Erst wenn du alles verloren hast, hast du die Freiheit, alles zu tun, oder wie das heißt. Ja, genau. Na? Ja.
Und Fight Club ist ein sehr schöner Film in der Hinsicht. Und Tyler Durden ist eine sehr schöne Figur, auch wenn es von den Illuminaten alles inszeniert wurde, der Film und so weiter. Und Chuck Palahniuk, der Autor, ist auch eine krumme Sau, aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist das der allgemeine Virus, meiner Ansicht nach. So. Die Christen sind natürlich extrem drauf, teilweise. Die Anti-NWO-Leute, auch die Ike-Leute sind teilweise so drauf. Und auch die Leute, die gegen Ike sind, oder die versuchen irgendwie Ike zu beschmutzen und ich meine, wie interessiert es eigentlich, was andere machen? Ich weiß sowieso nicht, was ich aus... Versteht ihr, was ich meine? Eigentlich ist es egal, was andere machen. Es geht eigentlich nur um einen selbst, aber ja, das ist das schlimmste Thema für die Leute. Ja, das kann ich aber auch bestätigen, weil bei Ike saß auch welche Publikum, die sich dann auf einmal wegen, weil wir uns auf andere Plätze gesetzt haben nach der Pause irgendwie, das waren dann wohl deren Plätze, was wir nicht gemerkt haben, die dann so relativ schön aggressiv waren, sind, obwohl das eigentlich, ich hab mich gefragt, so irgendwie, warum sitzt ihr eigentlich bei David Icke hier? Was geht eigentlich? Ne? Dazu fällt mir noch was ein. Das war auch schon wieder so ein Ding, ja, der das bestätigt teilweise. VV, Bruder, du saßt auch auf einmal nach der Pause auf unseren Plätzen, ganz genau auf denen, das weiß ich noch. Und ich musste dich leider wegschicken. Weißt du das noch? Ja, klar. Das war lustig. Genau auf unseren Plätzen. Und dann so am Grinsen. Und dann so musste ich euch so echt so sagen, so scheiße. Weil ich war ja nicht allein da. Und ich habe auch die Fahrt und so alles gesponsert bekommen. Und da konnte ich nicht einfach sagen, weißt du was, wir gehen jetzt nach ganz hinten und stehen. Weil das ging nicht. Ne? Aber vergib's. Nein, ich war ja auch so frech und habe mich einfach umgesetzt. Ich bin ja so ein Wo sitzt du? Weil ich wusste nicht, dass da eine Platzordnung ist. Ich wusste das auch nicht. Deswegen war das ja auch so, dass dann sofort Leute so... Das ja. ist hier mein Platz und so und irgendwie so. Auf jeden Fall, ich habe mir nur gedacht, wieso seid ihr bei David Icke? Gerade um das zu lernen. Das hat ein bisschen gefallen. Ja, wahrscheinlich um das zu lernen. Um das zu lernen, um diese Erfahrung zu machen und sich später zu ärgern. So, scheiße, warum habe ich dem nicht meinen Platz gegeben in der ersten Reihe? Nein, das ging wahrscheinlich in der ersten Reihe, Junge. Wir sind drei Plätze nebeneinander gewesen. Ich meine die in der ersten Reihe saßen. Warum haben die uns den nicht angeboten? War ein bisschen weit hergeholt, aber es war tiefgründig. Ja, das war unsere Erfahrung zu David Icke Live. Auch echt ein Hammer-Ding, ey. So viele Leute und alles. Ja, es war schon teilweise echt anstrengend, aber auch sehr interessant. Obwohl die Sprecherinnen, die waren ja, die kamen ja gar nicht hinterher mit dem. Ich glaube, die haben jedes zweite Wort übersetzt. So schnell wie Icke gesprochen hat. Gut, dass ich keine Übersetzungsmaschine dabei habe. Ich habe das hinterher auch abgesetzt. Ich dachte mir, das wäre vielleicht zwischendurch mal ganz hilfreich, eine wenn irgendwas nicht mitbekommen hat oder verstanden hat. Ja, eine Oma da im Publikum, die hatte das, glaube ich, auf Lautsprecher, das Übersetzding. Das hat überall, aber ich habe das gehört. Jeder hat das gehört und es wurde sich auch drüber aufgeregt. Und der Typ, der das veranstaltet hat, meinte auch, mach das mal leise, aber es wurde noch lauter. Aber darüber will ich gar nicht, das ist zu negativ gerade. Ja, jetzt trifft mir auch schon wieder ein bisschen ab. Aber es war schön, weil da haben wir uns alle getroffen. Das wollte ich nur, deswegen der Zusammenhang dazu. Ja, noch was zu sagen über Satanismus oder so. Ach so, ja. Was ihr erlebt habt. Das hatte ich ja letztes Mal schon erzählt. Beziehungsweise als unser gescheitertes Gespräch da, was nicht richtig aufgenommen worden war. Da ging es auch darum, ich bin jetzt in Köln in so einem Jugendwohnheim gewesen und da waren halt auch so teilweise Jugendliche drin, die ansonsten irgendwie obdachlos wären oder sonst was. Und da hat mir auch einer hier erzählt, ja, ich war früher in einem Jugendwohnheim und da wurden irgendwie drei meiner Kollegen da, wurden da auch irgendwie missbraucht oder sonst was vom Heimleiter. Und dann hat er mir irgendwie ein Video gezeigt von irgendeiner Aula-Aufführung, von der Schulaufführung, die gemacht haben. Die mussten das halt lernen und da saßen die halt auch die ganz, ich weiß nicht, wie alt er ja war, irgendwie 12 oder so. Die Jungs waren alle so... So 10, 12, 14, ich weiß es nicht, konnte man schlecht einschätzen, weil so scharf war das Video auch nicht. Auf jeden Fall saßen die auch zwischendrin mal an so einem Schachbretttisch irgendwie mit so Masken auf, mit so weißen irgendwie Eisweit-Schattmäßig. Da dachte ich mir auch irgendwie so. Und dann der Typ wurde dafür auch, glaube ich, irgendwie angeklagt, aber ist dann mit einer Geldstrafe irgendwie weggekommen, obwohl er da irgendwie drei Kinder missbraucht hat. Das ist auch gar nicht so weit von hier alles passiert. Nee, war nicht weit. Aber auf jeden Fall war das. So, ich dachte mir, das habe ich doch schon mal wo gehört, ne? Oha. Auf jeden Fall, vielleicht war er Freimaurer oder sonst was, weil wenn man nach so einem Fall dann irgendwie mit ein bisschen Geldstrafe davon kommt, das kann ich mir auch irgendwie nicht richtig vorstellen. Boah, heftig, oder? Verdeckter Vermittler? Also. Na, wir wollen gar nicht wissen, was da abgeht. Ja, aber
Obwohl. Wahrscheinlich hat es irgendwas damit zu tun, muss nicht sein, aber es war jetzt nun mal so ein Einwurf, so ein ja. Erfahrung. Verdeckter Vermittler, worauf hast du mehr Lust? Nächstes Jahr mit mir zu Halloween die Wewelsburg zu infiltrieren mit einer Kamera? Oder die satanistischen Logen hier im Umkreis und mit dem mal ein ernstes Wörtchen zu sprechen über Licht und sowas? Warum nicht beides? Beides? Ja. Oder, ja, oder und, oder slash und, nächstes Jahr im Frühling, im März oder so, während wir die Vorträge vorbereiten, auch zu diesem spirituellen Revolution-Treff an die Externsteine. Hättest du auch auf sowas Lust? Nochmal vor. Warum nicht alle drei zusammen? Alle drei zusammen. Ja, alle richtig. Zusammen. Du auch, oder? For only truth set you free. Bist du dabei? Ja, aber ja, vielleicht interagiere ich da mit euch irgendwie. Das weiß ich. Es geht ja nicht nur um die. Ich habe mich ja schon vor 3-4 Monaten gefragt. Ja, du kommst jetzt schon echt. Ja, okay, ich muss kommen. Ja, also spirituelle Revolution ist so ein Forum. Ich will keine Werbung machen. Ein schönes Lagerfeuer ist. Ja, Lagerfeuer. Ich nehme meine Gitarre mit. Ich übe auch noch. Und wir machen einen schönen Abend mit Feuer, Rohkost, alle sind gut drauf und ja, wir sehen zusammen Außerirdische. Nein, mal gucken, was wir machen. Ja, ich hoffe es, dann das wäre eine Bestätigung. Ja, letztes Mal haben wir, aber darauf gehe ich nicht ein. Ja, ich weiß, aber ich habe noch keine wirklich. Ja, nee, ist auch nicht schlimm. Du hast nichts verpasst. Aber ich habe genug Leute. Ich glaube, du bist mit genug Leuten hier unterwegs, die auch außerirdisch sein könnten. Ja, das sowieso, aber auch Erfahrungswerte von anderen Leuten, die, ja, die ich kenne. Ja, okay. Verdeckter Vermittler, was ist deine Sichtweise auf multidimensionale positive Wesen? Hat schon mal irgendwas ein Gefühl, Kontakt zu haben oder so? Leider nicht. Ich glaube nicht, nein. Obwohl, wie gesagt, es gibt auch so ganz subtile Sachen. Wie gesagt, die Ghule arbeiten subjektiv und dann gibt es wahrscheinlich auch gute Entitäten, die subjektiv arbeiten. Wie gesagt, wenn ich mich in der Natur aufgehalten habe oder ähnliches, da habe ich ja auch Energien gespürt. Das kann ja alles Mögliche sein. Ja, ich bin auch. Das waren sehr positive Energien. Und das können im Prinzip auch positive Wesen sein. Man weiß es ja nicht. Naturgeister oder ähnliches. Also in der Hinsicht könnte ich konkret jetzt kein Ja geben, aber ich denke schon. Also es klingt jetzt vielleicht verrückt, aber ich sehe, ich weiß nicht wie, so blau bis lila mäßige farblich Punkte so ab und zu. Also die sind meistens bei mir im Zimmer. Also woanders eher nicht so, ist mir nicht aufgefallen. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat. Habe ich dir auch schon erzählt, Only Truth Set You Free. Also dass ich manchmal sowas sehe, ich weiß nicht, was du das ist. Du hast davon gesprochen, irgendwie vor 2 Jahren, dass du irgendwie glaubst, dass du irgendwas im Auge hast, oder irgendeine Augenkrankheit. Nee, hast, das ist immer irgendwas. Hey, du versaust alles. Nee, aber das weiß ich noch von genau. Ich habe nie erzählt, dass er das irgendwie jetzt in irgendwelche andere Dimensionen da irgendwie zuschreibt. Nein, aber apropos multidimensionale Wesen, ich meine, ich habe schon so den Verdacht, so darf man ja auch haben, ist vielleicht klingt schizophren, paranoid, nennt sie auch immer, aber ich bin mir trotzdem sicher, dass ich gute Connections habe, so da, wenn man das sagen darf, aber mehr wollte ich auch damit nicht sagen, ich wollte mich damit nicht blöd stellen oder im Vordergrund stellen. Wir haben alle gute Connections, Mann. Ja, sonst wären wir jetzt auch nicht gerade hier. Jeder Mensch, der noch lebt, hat doch gute Connections oder so. Ja, nicht am Leben. Stimmt. Das Herz schlägt noch. Also, wir sind da. Verdeckter Vermittler. Und fällt dir noch was ein, was du noch loswerden musst? Auf jeden Fall, so bestimmt. Ja, wir haben schon einige Zeit jetzt rum. Wahnsinns-Interview. Ich bin wirklich erfreut darüber. Ja, es war eher so eine Gesprächsrunde geworden, würde ich sagen. Ja, heißt es ja auch auf Deutsch, oder? Ja, stimmt. Gut. VV schon eingeschlafen? Nein. Niemals. Du doch nicht. Ich bin nur in mich gekehrt. Ja, was soll ich noch sagen? Füttert nicht die Ghule. Nein. Und reduziert euer Ego. Nein, ich habe eigentlich nichts zu sagen. Ich bin eher gerade so ein bisschen bedächtig und. Na, dann können wir doch. Möchte eigentlich nicht mehr so rumposaunen. Mit dem angenehmen Gefühl können wir doch uns jetzt auch verabschieden. Ja, genau, mit den guten Vibes, den guten Vibrationen, Schwingungen könnten wir jetzt auch zum Punkt kommen. Also
Unser ganzer Intent ist bestimmt klar geworden in diesem Gespräch, jetzt in unserem ersten. Also es werden noch bestimmt welche folgen, in anderen Konstellationen, zu anderen Zeiten. Wer weiß das? Auf jeden Fall bin ich froh, dass wir hier zusammengefunden haben uns und jeder darf jetzt noch mal was sagen zum Schluss. Eine Runde. Wer fängt an? Sei euch freigestellt. Ja, ich würde sagen, einfach offenes Herz, offenes Bewusstsein und guten Rutsch oder so. Kann man das so ausdrücken? Ja, ich frage euch, es soll ja mein Abschluss sein. Ja, dann lasse ich das mal so. Der nächste, bitte. Ja, da ich dieses Gespräch angefangen habe, verweise ich auf den verdeckten Vermittler. Den Geehrten. Noch ein paar schöne Tage. Dankeschön. Kurz und knackig. Ja, ich will es jetzt auch nicht zu weit herholen. Ich wünsche euch allen dasselbe. Guten Rutsch. Glaubt an eure Träume. Sie werden Realität. Wir können das zusammen schaffen. Ich meine, wir haben es alle zusammen. Wir sind alle das Teil davon. Und ja, macht's mal gut. Wir sehen uns dann 2012. Guten Rutsch. Alle zusammen. Bis dann. Tschüss. Tschüss.